Hi, mein Name ist Iliana, ich bin 23 Jahre alt, bin verheiratet, komme aus Berlin und habe in den letzten 10 Monaten Bibelkunde bei EBTC gemacht. Die Aufgabe bei Bibelkunde bestand darin, in 10 Monaten die Bibel komplett durchzulesen. Uns wurde der rote Faden darin gezeigt. Wir haben nämlich jedes Kapitel mit 7 Wörtern zusammengefasst und für jedes Buch eine Zusammenfassung geschrieben. Mir hat es sehr geholfen, die Bibel komplett am Stück zu lesen, dass ich einfach den roten Faden gesehen habe. Ich erkannt habe, Gott verfolgt sein Ziel und er bleibt immer dran und verfehlt nichts. Er hält alle seine Versprechen und es ist einfach so gewesen, dass meine Beziehung dadurch zu Gott viel stärker geworden ist. Und das habe ich auch deutlich im Alltag gespürt, dass wenn ich so viel Zeit im Wort Gottes konstant verbringe, dass es wirklich das Leben und den Alltag komplett verändert. Also in der praktischen Theologie hat uns Andrea immer wieder darauf hingewiesen, dass es nicht um die Gesetzlichkeit geht, dass du irgendwas verdienen musst, um vor Gott gut dazustehen, sondern dass du ein richtiges Motiv haben musst. Das ist das Allerwichtigste, dass dein Herz die richtige Einstellung hat und du es tust, weil du Gott liebst und nicht, weil du dir irgendwas vor ihm verdienen möchtest und besser dadurch dastehst. Und dass man versteht, ich kann mir nicht vor Gott irgendeine Trophäe ansammeln. In der Bibelkundenzeit habe ich sehr viel über Gott schätzen und lieben gelernt, einfach weil ich gesehen habe, wie viele Eigenschaften er hat, die mir noch nicht so bewusst waren oder die ich noch nicht so anhand der Bibelstellen erkannt habe. Und eins davon war zum Beispiel, dass er total treu ist. Er hält sich an alle seine Bündnisse. Er hält auch jedes Versprechen, ihm geht nichts durch die Lappen und es ist so wie in einer Welt, wo Versprechen nichts gelten, weil ob das Eheversprechen oder andere Versprechen, die sich Menschen geben, häufig werden die gebrochen, aber bei Gott sieht man immer wieder, er hält sich an alles und das hat mich sehr ermutigt.